reden wir jetzt wirklich drüber, ob Atomenergie grün ist. Grün! Atomenergie! Ich finde das so super, weil das ist ja eine offizielle Diskussion in der EU. Das kommt ja nicht einfach von dem einen komischen Klugscheisser-Kollegen, der immer will kontroverse Sachen sagen, wenn er ein bisschen zu viel Smirnoff Eis getrunken hat. Weißt du, Steven, der schon subversiv findet, dass er so ein T-Shirt anhat mit einer aufgemalten Krawatte. Der sagt dann halt um 2 Uhr morgens in der WG-Küche: Eigentlich ist Atomenergie mega umweltfreundlich, ist schon mal überlegt. Ist ja okay, aber wenn so eine Aussage aus der Europäischen Union kommt, dann kannst du eben nicht einfach sagen, «Gang heim, EU! Du bist besoffen!» Nein, dann muss man das ernsthaft diskutieren. Auch in der Schweiz, wo die FDP jetzt gern würde den Bau von neuen AKWs wieder zulassen. Und natürlich die SVP schon lange, aber das ist ja kein Wunder. Schließlich zücht die SVP schon immer am meisten Energie aus Spaltung. Nein, aber gut, reden wir jetzt drüber. So. Atomkraft soll jetzt also grün sein. Okay, meine erste Frage ist, warum sind ihr mit dem nicht schon früher gekommen? Ganz ehrlich, das hat uns einiges an Nerven erspart. Und auch der ein oder andere furchtbare Hippie-Protest-Song. Und der Kanton Aargau hat auch ein besseres Image. Nein, aber ernsthaft, wisst ihr, was Hauptargument dafür ist, dass Atomkraftwerke so grün sollen sein? Weil sie weniger CO2-Ausstoß haben als Kohlekraftwerke. Kohlekraftwerk. Das ist also der Maßstab. Das ist ein bisschen so, wie wenn du den Buddy würdest ins Schwimmbecken bisseln und dann nicht nur sagen: Ja, hey, wenigstens habe ich nicht reingeschissen. Sondern sogar: Also eigentlich habe ich im Verhältnis das Becken sogar putzt. Ja, ich weiss, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen. Schließlich ist unser Bissi ja nicht radioaktiv. Noch nicht. Ich will ja nicht zu apokalyptisch tönen, aber eins muss man der Atomlobby wirklich lohnen, nämlich: Gutes Timing. Jetzt. Während der Pandemie. Ja, weil alle sind sich ihrer Sterblichkeit viel mehr bewusst. Der Untergang der Menschheit ist allgegenwärtig. Sogar in der Klimaforschung sagen ein paar, der Point of No Return sei schon längst überschritten. Vielleicht finden die Leute die langfristigen Folgen von Atomenergie mittlerweile gar nicht mehr so schlimm und sagen: Ja, fuck it! Wenn wir eh nur noch 500 Jahre auf dem Planet sind, können wir den Ofen gerade auch direkt mit Uranschnitzeln einführen. Von dem her, heutzutage verständlich, fast schon logisch. Viel absurder ist es eigentlich damals mal gsi, wo man mit diesen AKWs angefangen hat. Wie krass sind wir eigentlich in den 60er und 70er Jahren drauf gsi? Ich meine, da war doch noch alles super gsi. Aber trotzdem hat sich der Mensch das damals angeschaut und gesagt: Ja gut, also super Wirtschaftswachstum, mehr Wohlstand, moderne Technologien, die Menschen werden immer älter, die Zukunft sieht rosig aus. Weißt du warum? Wir bauen radioaktive Zeitbomben. Mir ist langweilig. Klar, es ist ja immer ein Abwägen zwischen Aufwand und Ertrag, Sicherheit und Risiko. Aber trotzdem, wie soll ich mir das vorstellen? Dort mal, vor der Inbetriebnahme vom ersten AKW, ist der Mitarbeiter zum Chef gekommen und hat gesagt: Du, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, das Kraftwerk kann mega viel Strom erzeugen, Fernsehen schauen sollte also kein Problem sein. Und die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist, bei einem Unfall könnten hunderttausende Menschen erkranken und sterben. Das Gebiet wäre jahrhundertelang unbewohnbar und der Müll, der dabei entsteht, wird noch 200'000 Jahre radioaktiv sein und wir wissen darum auch nicht genau, wo der hin tut. 200'000 Jahre? 200'000 Jahre. Wird das nicht mega teuer? Ja, mega teuer. Aber Fernsehen schauen geht. Ja, du, hey, dann würde ich sagen, loslegen. Und das ist ja genau der springende Punkt. Man muss so viel ausblenden, um mit Atomenergie leben können. Aber eben, wenn wir gelernt haben, auszublenden, dann heute. Weil heutzutage sagen die Leute ja auch, die Erde ist eine Scheibe. Oder Corona gäbe es nicht. Dann kann man auch sagen, AKWs sind umweltfreundlich. Warum nicht? Und gegen die Strahlung hilft ein gutes Immunsystem. Und jeden Tag ein probiotisches Joghurt. Radioactivia. Verdau den Super-GAU. Jodtabletten gibt es sicher auch schon als Globuli. Und darum passt es eben, wenn der Raphael Grossi sagt, Atomenergie ist eine grüne Energie. Gut, er ist der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde. Er ist darum wahrscheinlich ein bisschen befangen oder sagen wir in dem Fall kontaminiert. Aber wenn wir es ganz nüchtern anschauen, dann hat er natürlich recht. Atomenergie ist eine grüne Energie. Ja. Das sieht man ja schon lange. Habt ihr schon mal Bilder von Tschernobyl angeschaut? Von heute? Ja, voilà! Alles grün? Weil wenn der Mensch mal weg ist, holt sich die Natur ihren Platz zurück. Oder anders gesagt, die beste Begrünung ist immer noch die natürliche Selektion.